Hallo und herzlich willkommen zu diesem Let's Play von This is the Police. Ist jetzt auf Steam erschienen, beziehungsweise erscheint jetzt gerade in diesem Moment. Ja. Aber du kennst es schon. Ja, ich habe ein bisschen reingespielt, ein paar Stunden. Das ist ein Kickstarter-Projekt, ja, und da geht es im Grunde darum, es ist ein Mix aus Strategiespiel, Simulation, bisschen Adventure. Die Idee dahinter ist, du spielst einen Polizeichef, einen Typen, der heißt Jack Boyd. In der Stadt Freeburg nimmt er dann die Polizeiwache. Ist das eine reale Stadt, Freeburg? Nein. Nein, glaube ich also nicht. Weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht recherchiert. Jedenfalls übernimmt da die Polizeiwache und hat noch ein halbes Jahr bis zu seinem Ruhestand. Mhm. In diesem halben Jahr möchte er eine 500.000 noch irgendwie zusammenkriegen. Und wie er das macht, das ist quasi dir als Spieler selbst überlassen. Und deswegen ist das quasi ein Spiel, in dem es darum geht, um Kriminalität und Korruption, das alles irgendwie unter den Hut zu bringen. Und du musst die Entscheidung treffen, wie du an deine Kohle kommst, wie du den Laden am Laufen hältst, wie du dein Personal managst und so weiter und so weiter und dabei nicht unter die Räder kommst. Klingt ja jetzt erstmal eigentlich ganz spannend. Ja, also die Idee ist auf jeden Fall cool. Von der Aufmachung her ist es leider super trocken, muss man sagen. Mhm. Also ich finde es extrem, ich würde nicht sagen unansehnlich, aber es hat, also das sind die Cutscenes, ja. Also schöner als das wird es nicht. Ja, das finde ich tatsächlich etwas schade. Sie haben dafür eine ziemlich dichte Story, sie haben Sprachausgabe und alle möglichen Ereignisse und so. Also das haben sie schon gemacht, aber die Präsentation ist sehr trocken. Okay, jetzt fängt ein Arbeitstag an. Das Erste, was passiert, ist, dass wir unser Personal managen müssen. Hier möchte jetzt einer hier frei haben. Da sagen wir natürlich, nein, kannst du nicht. Ja, dem können wir zum Beispiel sagen, ja, du kannst heute frei nehmen, aber dafür musst du morgen dann die Schicht übernehmen und so weiter und so weiter. Aber wir sagen jetzt mal den ganzen Typen nein, weil wir wollen jetzt alle haben. So, jetzt können wir noch hier ein Badge verteilen für irgendwelche fleißigen Bienchen. So eine Art Beförderung. Genau, dann kriegen sie hier, dann sieht man oben dieses Sternchen, diese Zahl daneben, das ist so ihr Erfahrungslevel. Mhm. Und je höher diese Zahl ist, desto besser, denn dann übernehmen sie halt einfach. Dann ist die Chance, dass sie ihre Aufträge erfüllen, etwas größer. So, jetzt können wir uns noch eine Hintergrundmusik wählen. Wir nehmen jetzt mal hier, was nehmen wir da? Den Ludwig van Beethoven. Das kann man machen, das muss man nicht. Man kann sich dann im Laufe des Spiels auch noch neue Songs kaufen. Und das hier ist jetzt die eigentliche Spielansicht. Das ist jetzt unsere Stadtkarte. Die kann ich weder scrollen noch zoomen, die ist einfach so. Sieht nicht besonders schön aus. Deswegen sagte ich ja, auf den ersten Blick jetzt? Auf den ersten Blick nicht so, okay. Supergeil. Aber wie gesagt, es steckt mehr drin als sitzt. Ja. So die ersten Bilder vermuten lassen. Zuerst schauen wir jetzt mal, wir kriegen ja eine Nachricht, wir haben ja unseren Schnüffler, müssen wir bezahlen, dem haben wir angeheuert, dass er uns Informationen beschafft. Das Rathaus möchte, dass wir asiatische Cops einstellen. Es ist sehr wichtig, sich mit dem Rathaus gut zu stellen, weil die darüber bestimmen, wie viele Slots für neue Polizisten und so weiter wir haben und wie viel Geld wir bekommen und so weiter. Und die können uns halt auch richtig den Tag schwer machen, wenn wir ihre Aufgaben nicht erfüllen. Allerdings wollen sie zum Teil auch Sachen von uns, die vielleicht nicht so unbedingt mit unseren Aufgaben konform gehen. Jetzt mal was ganz Einfaches. Das hier ist jetzt ein Auftrag. Ja, ein Crime in Progress, also da findet gerade irgendwas statt. Wir haben jetzt 4 offene Slots für Polizisten. Das gibt uns schon mal den Hinweis darauf, wie schwer diese Mission ist. Da ziehen wir zuordnen. Genau, da ziehen wir jetzt einfach mal welche rein. Mhm. Ist ja sonst noch nichts los, also hätten wir jetzt noch 4 in Reserve, wenn jetzt noch irgendwas passiert. Die schicken wir jetzt los. Ja, hier. Fantastisch, eine Animation in diesem Standbild. Ja, stimmt, da fährt ein Auto, ne? Ja, das sind die. Jetzt ja, das sind die und man sieht jetzt hier, wie diese Porträts sich da auffüllen. Da sieht man jetzt, wie lange sie noch brauchen. Mhm. Jetzt sind sie angekommen und jetzt schauen wir mal, ob der Einsatz noch irgendwie was erfordert. Ja, die Situation ist ernster als gedacht. Wir brauchen Verstärkung. Also nochmal. Dann können wir jetzt noch. Ich schicke jetzt nochmal einen hin und hoffe mal das Beste. Ja, die 2 sind unerfahren, der ist sehr erfahren. Das kann dann vielleicht schon was ausmachen. Oder wir könnten sie jetzt auch zurückziehen. So, der düst da jetzt noch hin. In der Zeit ist jetzt was Neues aufgekommen. Okay, das sieht ernster aus. Ja, hier. Eine Frau ist hier in ein Büro gekommen und hat,
hat da wohl um sich geschossen. Also das sind halt so kleine Geschichten, genau, die dann immer erzählt werden. Jetzt schicken wir mal ein SWAT-Team mit, sicherheitshalber. So, jetzt ist unsere ganze Truppe im Einsatz. Wenn jetzt noch irgendwas passiert, schlecht. Das hier ist was anderes, was da jetzt aufgepoppt ist. Und zwar, das ist eine Mafia-Familie, die was von uns will. Mhm. Relativ früh im Storyverlauf wird erst eine und dann auch eine andere Mafia-Familie an uns rantreten. Das wird dann auch in ziemlich langen Cutscenes erklärt. Mit ganz coolen Charakteren. Mhm. Und die wollen natürlich auch was von uns, ja. Und da kommt dann diese Korruption da ins Spiel. Ja, die wollen was für uns, aber dafür kriegen wir dann zum Beispiel Kohle von ihnen. Mhm. Ja, und diese Aufträge sind aber natürlich moralisch nicht immer ganz sauber. Und es kann uns auch passieren, wenn wir uns jetzt mit einer Mafia-Familie verscherzen, dass die uns dann einfach abmurkst. Also man kann also tatsächlich auch sterben. Ist mir schon passiert. Ja, wenn du eine Familie mehrere Tage in Folge nicht unterstützt, beziehungsweise die andere Familie unterstützt, dann kann es sein, dass du da drauf gehst. Also musst du quasi das ein bisschen ausbalancieren. So, der Auftrag ist jetzt abgeschlossen. Der Typ ist verhaftet. Richtig. Die haben jetzt alle hier ein bisschen XP bekommen und jetzt fahren sie wieder zurück. Das ist jetzt irgendwie noch so ein Nonsense-Auftrag, den kann man machen. Das sind lauter so komische Missionen, wo du irgendwie irgendwelchen Fernsehshows oder Drehs oder Theaterstücken mitwirken sollst. So reality-mäßig. Ja, aber da kann es dir halt passieren, das ist mir hier zum Beispiel schon mal passiert, ich habe da einen hingeschickt und dann hat der danach gekündigt, weil ihm der Auftrag zu blöd war. So, ja. Das ist natürlich, Das ist jetzt die Mission, wo wir gerade eben, die wir eben schon hatten, mit der Frau, die da um sich schießt. Mhm. Jetzt sind wir da, was machen wir jetzt? Wir können jetzt die Tür aufschießen oder anklopfen, was wir jetzt mal nicht machen, wir machen jetzt mal das. So, ein Typ liegt in unserem Blut rum und eine Frau steht auf einem Tisch und will gerade jemanden erschießen. Ja. Was machen wir jetzt? Ich sage, wir erschießen jetzt das Tischbein ab. Du Fuchs? Ja. Gucken wir jetzt mal, was passiert. Ja. Ja, okay. Das hat geklappt. Ja, also dramatischer wird's nicht. Ja, aber es sind tatsächlich, finde ich, ganz coole Geschichten und Fälle, die sie da haben. Die sind auch sehr, sehr unterschiedlich, sehr abwechslungsreich. Also, da ist mir noch nichts begegnen, was irgendwie gedoppelt würde oder sowas. Das ist schon ganz cool. Aber kriegen wir jetzt Geld dafür? Dafür nicht, aber wir sorgen halt dafür, dass unser Laden erstmal läuft. Aber das bringt uns erstmal noch nicht weiter. Wir können jetzt natürlich uns mit dem Rathaus total super stellen, dann erhöhen die unser Gehalt. Aber es gibt noch andere Dinge, die zu tun sind. Zum Beispiel können wir hier eine Grillfeier für unsere Leute veranstalten oder sie zum Training schicken oder so weiter. Später, da sieht man schon, was da noch auf einen zukommt. Wenn man dann so richtig korrupt ist, ja, und die eigene Abteilung nicht mehr hinter einem steht, dann kann man zum Beispiel hier dann jemanden anheuern, der dann rausfindet, wer gegen uns ist. Und hier könnten wir dann für ein Schweinegeld sogar dafür sorgen, dass, wenn es dann wirklich zu einer Anhörung kommt und wir vielleicht eventuell angeklagt werden. Dass sie schön die Klappe halten. Dass die Klappe halten, genau. Das ist also ganz cool. Also das sind so Sachen, die schaltet das Spiel erst nach und nach frei. Und das ist auch so ein Kritikpunkt, finde ich. Die ersten Spieltage, weil wir sehen ja oben, das ist jetzt Tag 22 und die Uhr läuft da weiter, die sind halt ziemlich, zäh. Ja, weil da halt noch nicht so viel zu tun ist. Und später kommt aber mehr dazu. Zum Beispiel gibt es Investigations, das sind dann so spezielle Fälle. Da ist jetzt also hier ein Verbrechen geschehen, da wurde jetzt in dem Fall wurde ein Gemälde gestohlen aus einem Museum, wir haben hier mehrere Zeugenaussagen. Und wir müssen jetzt einige Detektive darauf ansetzen. Und je mehr und je besser diese Detektive dahinter sind, desto mehr von diesen Frames, von diesen Bildern werden freigeschaltet. Mhm. Und jetzt müssen wir quasi den Tathergang anordnen. Und dem Fall die Reihenfolge. Wir haben jetzt zwei Verdächtige und einer von den beiden ist es. Und das müssen wir jetzt halt logisch zusammenbringen. Ja? Ich weiß, wer es ist, aber ich zeige es jetzt hier nicht, weil sonst heißt es wieder Spoiler. Ja, aber das ist halt ganz cool, weil das kann man machen, hat man nebenher. Da gibt es dann nochmal extra Geld. Wir haben jetzt leider keine Gang Investigation am Laufen, aber gibt es auch noch, dass da mal irgendwie so eine hier Schurkengruppe da am Werk ist und dann musst du halt dich da vorarbeiten, kannst den ersten dann irgendwie beschatten lassen, dann den nächsten verhaften oder du lässt sie noch ein bisschen machen, verzichtest auf das Geld, das du für diese kleinen Verhaftungen kriegst, um dann die ganze Truppe auszunehmen. Ist schon ganz nett, kommt halt alles noch dann on top. Mhm. Dann müssen wir hier natürlich unsere Shift A und Shift B verwalten, also die wechseln sich jeweils ab. Man sieht doch an diesen Kästchen hier, dass die dann immer müder werden und so weiter. Das heißt, du solltest sie nicht zu viel knechten. Also tatsächlich so Management-Teil. Genau, ist auf jeden Fall auch drin.
Und hier, das sind jetzt die Sands, das ist eine von diesen zwei Mafia-Familien, mit denen können wir dann auch noch irgendwelche düsteren Machenschaften machen. Und später, leider halt erst später, aber gut, so ist es halt, kommen dann noch andere Sachen dazu. Du kannst dann noch Leute foltern lassen und du kannst irgendwie Glücksspiel noch irgendwie mitmischen und da noch irgendwas abgreifen. Halt, musst natürlich ein paar Augen zudrücken, vielleicht auch mal jemanden schmieren und so weiter. Also diese Sachen sind schon drin, aber wie gesagt, sie kommen halt nicht sofort, sondern erst nach und nach. Was heißt später? Wie viele Stunden hast du ja jetzt schon mal so reingeschickt? Also ich habe jetzt, ich habe ja manche Tage nochmal gespielt, weil sie zum Teil ganz furchtbar gelaufen sind. Ich glaube, ich habe jetzt so 8 oder 9 Stunden schon mal gespielt, aber wie gesagt, dabei waren einige Wiederholungen und so. Das ist jetzt auch ein früherer Spielstand, den ich geladen habe, Tag 22, also ich bin schon deutlich weiter. Insgesamt umfasst das Spiel, wenn alles super läuft, 180 Tage. Ja, also ein halbes Jahr, bis zu seinem Ruhestand. Und wir sehen jetzt, wir haben 30.000 bis dahin gemacht und es muss eine 500.000 werden. Da muss noch einiges dazukommen. Und also die Frage ist jetzt halt einfach, wir sehen ja, wie die Präsentation ist, wie oft will man das wirklich spielen. Also für mich ist das im Moment ein Spiel, ich könnte das jetzt nicht wirklich lange am Stück spielen, muss ich sagen. Es ist für mich aber sowas, so ein paar Runden am Abend. Dafür finde ich es eigentlich ziemlich cool, weil die Geschichte ist nicht schlecht. Zeichnet natürlich auch ein sehr, sehr düsteres Bild so von Polizeiarbeit, ja, wenn man das mal so formulieren darf. Ist es schon fast ein Serious Game für dich? Es ist super ernst. Also da, klar gibt es mal hier und da lustige Situationen wie eine alte Frau ruft die Polizei, weil super großes Verbrechen im Gange, irgendwie bewaffnete Meute zieht durch die Nachbarschaft, schickt alles, was ihr habt. Du düst los mit 8 Polizisten, SWAT-Einheit und dann ist es halt irgendeine Teenie-Truppe, die gerade so ein Cosplay-Treffen macht und du hast halt deine ganze Meute umsonst losgeschickt. Das ist schon, das regt zum Schmunzeln an, aber es ist jetzt wirklich nicht so, dass das Spiel in irgendeiner Form witzig wäre. Größtenteils auch finster, sehen wir ja gerade schön, ne? Wir haben jetzt irgendwie Geld gefunden, genau. Was machen wir damit? Wir bringen es halt, wir bucken es einfach oder wir stecken es der Mafia zu, damit die das halt auf dem Schwarzmarkt loswerden. Können wir jetzt auch mal machen, also ich denke, da kann man, wenn man da so ein bisschen eine schwarze Seele hat, kann man sich da schon austoben. So, hier sieht man jetzt, das sind die zwei Mafia-Vereine und wir haben jetzt für keinen irgendwas gemacht, deswegen gibt es jetzt keinen Punkt da, aber am Ende des Tages wird immer abgerechnet, wem hast du mehr geholfen. Bei mir war es dann schon so, dass eine von den zwei Familien einfach ausgelöscht wurde, weil ich mich dann halt auf eine konzentriert habe. So, jetzt ist der Tag vorbei, jetzt können wir hier theoretisch noch sagen, du musst morgen nochmal ran. Mhm. Aber wir sehen halt schon, die sind ganz schön platt. Fertig, ne? Ja. Den hier, den können wir noch ein bisschen knechten. Den sowieso. Aber der ist sowieso an einem Fall gerade dran, der bleibt dabei. Mhm. So, das ist unsere Truppe für morgen. Und dann ist jetzt erstmal ein Tag. Genau. Und dann startet das Ganze von neuem. Ab und zu gibt es dann aber die Zwischensequenzen mit allen möglichen Charakteren. Da kommt auch unter anderem auch der Sprecher von Duke Nukem zum Einsatz. Wo ich jetzt ja gesagt hätte... Sehr random irgendwie. Er spricht die Hauptfigur und ich hoffe, der hat nicht so viel Geld genommen. Also wenn ich mir jetzt denke, so, das ist jetzt nicht das, wofür ich die Kickstarter-Kohlen irgendwie ausgegeben hätte, aber okay. Hier sieht man halt wieder, ist halt eine moralische Entscheidung. Aber wir sind... Du bist heute ein harter Hund. Also und, kennst du den? Ja, ne? Mhm. Ja, den... Ja. Das ist doch hier der Minecraft-Mensch. Ja, genau. Der hat sich da irgendwie verewigen lassen. So, er ist besoffen. Dafür muss er morgen ran. Nix. Du schickst halt den Betrunkenen nach Hause, ja. Aber den Typen, der halt... Naja, seine Mutter zum Klump schlägt, den... Ja, das... wie sagt man? Das Leben ist kein Ponyschlecken. Nee, es ist einfach so... Du musst gucken, dass du gerade jetzt in den ersten Tagen ein bisschen schon den Laden am Laufen hältst. Ja. Und es kann dir passieren, dass einer dann nochmal kündigt, aber dann holst du halt einen neuen, weil die sind jetzt alle noch so unerfahren. Ja, von moralischen Beweggründen mal völlig abgesehen. Ja, da will ich mir jetzt kein Urteil drüber erlauben. Oh, was sehen wir hier? Ja, unser Schnüffler, den ich da angeheuert habe, den hat es zerlegt. Keine Ahnung warum und wer das jetzt gemacht hat, aber dumm gelaufen. Jetzt kann ich zum Beispiel hergehen. Ich könnte jetzt noch weiter für den kassieren, weil noch weiß das keiner im Rathaus, dass mir einer gestorben ist. Dieses Bild mit dem. Also noch weiß es keiner. Ja. Ich könnte jetzt noch weiter für den Geld bekommen oder ich kann ihn jetzt für tot erklären und dann mir einen neuen einstellen. Ja. Ja, also hier sind zwei Detectives zur Auswahl. Also
ist jetzt einer für die Shift-A gestorben, dann nehmen wir jetzt hier wieder ein. So. Und jetzt geht das ganze Spielchen von neuem los. Ja, wie gesagt, es kann sein, dass da später noch ganz tolle Sachen kommen, aber wie gesagt, ich habe es jetzt ein paar Stunden gespielt und es war schon... Also wie du auch sagst, also für mich so beim Zusehen, immer auf diese graue Stadt zu gucken, ja, könnte mir nach einer Weile auch, glaube ich, das würde mich echt ermüden. Vor allem, wenn du da wieder einen Tag durch hast, dann klickst du drauf, nächster Tag und dann, oh nein, nicht schon wieder diese Stadt, ne? Und nicht schon wieder diese andere. Ja, also sie, ich sag mal, die Stadt sagt jetzt auch nicht unbedingt, hey, wir haben uns bei der Gestaltung irgendwie alle Beine ausgerissen. Andererseits, es ist halt ein Spiel, das mehr mit inneren Werten glänzen will und es ist sehr, sehr sorgfältig geschrieben. Die Fälle sind sehr sorgfältig geschrieben. Die Entscheidungen sind eigentlich immer ganz, ganz lustig und es ist auch schon so, dass man hier und da echt mal knobeln muss. Ja. Ja. Wir schicken jetzt ja hier munter einfach Leute los, aber die eigentliche Schwierigkeit besteht darin, diese wenigen Polizisten, die du hast, auch wirklich im richtigen Moment loszuschicken, zu gucken, ich warte jetzt noch, bis ich diesen Einsatz starte, bis die anderen wieder zurück sind, weil die 15 Sekunden habe ich noch, weil sonst kann es sein, dass du mit runtergelassenen Hosen da stehst, du brauchst Verstärkung, du hast keine. Keiner da, und dann könnten vielleicht sogar Leute... Und mir ist das Spiel schon mal völlig in Flammen aufgegangen, weil gar nichts mehr funktioniert hat. Und dann habe ich auch echt nochmal einen früheren Spielstand geladen. Kannst du jederzeit speichern oder halt immer nur am Abschluss eines Tages? Es wird automatisch gespeichert am Abschluss eines Tages, aber du könntest jetzt, wenn du merkst, okay, das ist ganz, ganz furchtbar gelaufen. Du laden, halt ja, du könntest jetzt einfach abbrechen und dann aus dem Hauptmenü nochmal den Tag neu starten. Und mir ist es auch schon mal passiert, irgendwie, dass an einem Tag irgendwie drei Polizisten einfach nach Tibet abgehauen sind. Okay. Vielleicht ist es irgendeine Sekte. Ja, da habe ich dann auch nochmal neu geladen. Ja. Ja. So, jetzt taucht hier ein neuer Fall auf. Jetzt schicken wir erstmal einen Detektiv hin, der das Ganze untersucht. Und dann, wenn der Fall startet, dann können wir da noch mehr Leute drauf ansetzen. So, aber hier ist, wie gesagt, jetzt alles auch noch ein bisschen easygoing. Ja, wir haben relativ viele Polizisten, aber später wird's. Ja. Später wird's eklig. Und also ich muss sagen, die Aufmachung hat mich erstmal abgeschreckt, aber ich habe mich dann doch dabei erwischt, dass ich irgendwie gesagt habe, komm, einen Tag spielst du noch, einen Tag spielst du noch. Und dann war ich auch ziemlich drin. Ich fand es nach einer Weile auch, wie gesagt, ein bisschen ermüdend, aber wenn man es in kurzen Einheiten spielt, glaube ich, dann ist es sehr cool. Und es ist natürlich auch so die Art Spiel, wo es dann sein kann, wenn du dann bei Tag 100 oder 150 bist, dass du und ich dann völlig unterschiedliche Sachen erlebt haben, völlig unterschiedliche Allianzen geschmiedet haben und irgendwelchen Blödsinn gemacht haben. Deswegen würde ich da, ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, schlechtes Spiel oder so, ganz und gar nicht, aber es ist speziell, muss man mögen. Man muss sich drauf einlassen. Ja, ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Überblick, den du uns da gegeben hast über This is the Police, ist wie gesagt dann jetzt erhältlich auf Steam. Ab 28. Glaube ich, ne? Und in diesem Sinne haben wir, glaube ich, alles Wichtige darüber gesagt. Ne? Alles klar. Ja, gut. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.